Könnte ich die Zeit einfrieren, hätte ich es wahrscheinlich 2020 gemacht. Der Sprit war unter 1,50, die China-Folien unter 10 Tagen geliefert und Corona nur eine Biermarke für Neureiche. Harte Zeiten erfordern harte Entscheidungen und so trennte mich der TÜV vorzeitig von meinem ersten CL500. 2023 kann ich dank meiner Community diesen Wagen wieder aufleben lassen. Für 4.000 Euro habe ich diesen wunderschönen CL500 in einem Pinneberger Industriegebiet erstanden. Einziger Mangel des Fahrzeugs, abgesehen vom Serienzustand, der abgelaufene TÜV. Nachdem wir das Leck im Hydrauliksystem des Fahrwerks beseitigen konnten, steht der erneuten Zulassung nichts mehr im Weg. Ist er doch! Da ist das Ding! Sauber! Oho! Ja, natürlich! Aha! Schlange, das ja. Seid ihr ja wieder, ne? Geht hier. Ja, kurz die Lambda-Sonden oben wieder befestigen. Man muss auch mal im Motorraum klettern, ne? Herzlich willkommen zu einem weiteren CL500-Video. Im letzten Video haben wir den CR ja vom TÜV wieder abgeholt, nachdem wir das ABC-Fahrwerk repariert haben, die Bremsschläuche hingetauscht haben. Und jetzt ist der CL mit einer langen Liste zurückgekommen vom TÜV. Diese gehen wir gemeinsam durch, werden alles in diesem Video durchreparieren und ihn dann erneut zum TÜV stellen. Derselbe Song nochmal und los. Ich würde sagen, wir fangen an mit der TÜV-Liste. War ein bisschen länger, ne? Er hatte ja schon lustigerweise so angerufen und meinte so, ja, ich kann das Ding jetzt abholen, aber ran müsst ihr noch. Ist doch ein bisschen was, ne? Dann hat der Kennzeichen auch für einige Furore bei Mercedes auf dem Parkplatz gesorgt. Mercedes ist nämlich direkt neben dem TÜV und der TÜV konnte über OBD die Fahrgestellnummer nicht auslesen. Das heißt, das Ding erstmal zu Mercedes rübergestellt, um zu gucken, ob das Fahrzeug überhaupt das Fahrzeug ist, weil wir haben hier ja einen US-Import. Und der US-Import ist nicht Bestandteil der Mängelliste, dafür aber diverse andere Sachen. Leg mal hin hier. Ich also wir haben hier, ja, ich kann hier nicht zeigen, wegen den Daten. Ja. Zwei Seiten. Das offensichtlichste ist Seite 3 AU direkt durchgefallen. Ne? Mhm. Sowohl über Abgas als auch über OBD hat er geprüft. Wir sind hier, ich weiß nicht, ob man es ja, genau sieht. Sieht man, wir sind ganz leicht hier außer Norm raus, nicht in Ordnung. Ne? Lambda 1, zu 0, mager. 104103 ist also quasi 0,014 zu mager. Das wird sicherlich mit dem Auspuff zu tun haben. Ne? Den habe ich hier nämlich mal abgemacht. Ah, die beiden Lambda-Sonden. Mhm. Ich hoffe, dass hier vorne keine Lambda-Sonde irgendwie defekt ist. Und ich denke mal, dass er hier Falschluft gezogen hat. Ach, da war ja die Brutzelstelle. Das war schon mal das Erste, schon mal AU durchgefallen, ne? Hätte man sich aber fast denken können, weil die Vorbesitzer das da halt so reingebraten haben. Aber ich dachte mir, bevor ich jetzt irgendwas mache da dran, schicke ich ihn erstmal los, weil der Wagen wird sowieso zurückkommen. Also, ja. Sei geschenkt. Eine Sekunde hast du kurz gedacht, oh, vielleicht geht er ja durch. Böse Stimmen sagen, hätte der TÜV-Prüfer, ne? Die haben ja immer nur ein Messgerät und wir haben hier einen zweiflutigen Auspuff, hätte er halt ein Rohr ein bisschen dicht gemacht. Nicht dicht gemacht, einfach mal so einen Fuß rangehalten, dann wäre auch durchgekommen. Aber gut, des Weiteren ist es so, dass der Wagen Zeitpunkt des Vorführens nicht warm war. Dementsprechend auch nicht die Abgasanlage und die Cuts. Und das hat auch nochmal einen Einfluss, auf jeden Fall darauf. Mhm. Also quasi, also ich will jetzt nicht sagen, er hat ihn im Kaltstart gemessen oder so, ne? Aber ja, er stand auch ein bisschen, bevor sie ihn reingeholt haben. Oh Mann. Ja, die anderen zwei Seiten sind auf jeden Fall diverse Teile, die man an diesem Fahrzeug neu machen muss. So eine zweiseitige TÜV-Liste ist natürlich nervig und kann ziemlich teuer werden, wenn man das Ganze in einer Werkstatt abgibt. Allerdings werde ich in diesem Video alles selber machen mit der freundlichen Unterstützung von Autodoc. Let's repair together. Und zwar habt ihr alle günstigen Ersatzteile von führenden Markenherstellern in einer App kombiniert. Ich habe jetzt hier oben schon den CL 215 ab 99 eingefügt. Da knallen wir dann erstmal natürlich die obligatorischen Luftfilter rein. Die guten von Meile für ein Zwanni hier, zwei Stück, zack. Natürlich den besten Ölfilter für 7 Euro von Hengst. Und auch nochmal einen Innenraumfilter, damit es vielleicht nicht ganz so stark nach Schimmel riecht. Aktivkohlefilter und Feinstaubfilter, ganz wichtig, für 30 Euro, zack, rein. Aber nicht nur Filter und Öl, sowie diverse Serviceteile für eure Autos gibt es bei Autodoc. Auch wichtige Ersatzteile, wo man vielleicht nicht direkt drauf kommen würde, dass Autodoc die im Sortiment hat. Hier habe ich nämlich das komplette Filterpaket inklusive Mittellager für die Kardanwelle, dann die allseits beliebte Feststellbremse, auch genannt Handbremse, sowie ein praktisches Tool, um den Innenraum für die Folierung vorzubereiten.
Schaut gerne mal in der Autodoc-App vorbei. Ich habe sie euch unten in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt da ganz einfach eure Fahrzeugdaten hochladen, einmal nachschauen, Preise vergleichen mit anderen Anbietern. Und zusätzlich könnt ihr nochmal 5% sparen mit meinem Code Maximiliano. Einfach bei Bestellung eingeben, seht ihr nochmal euren Rabatt, was ihr spart. Ich werde selbstverständlich in diesem Video alle Teile von Autodoc verbauen und dann hoffentlich durch den TÜV kommen. Und es fängt natürlich direkt mit einem Punkt nicht gut an. Ne? Feststellbremse ungleichmäßig, Grenzwert überschritten, Feststellbremse Wirkung nicht ausreichend. Ach, was ist denn da los? Ne? Mercedes, die haben ja da so Trommelbremsen drin. Ja, ja. Über einen Seilzug mit so einem schönen Spanner, der da oben rumhängt. Ich würde mal sagen, wir gehen rein ins Video und gucken uns an, was mit der Feststellbremse nicht gestimmt hat. Das war knapp. So. Da ist gar keiner mehr zu Hause. Oh Mann, Alter. Boah, ne, Schlange? Ja, also. Ne? Gott sei Dank haben wir das wieder hinbekommen. Ja. Bisschen WD-40 auf den Schlitten, Schlitten zurückgezogen. Und schon funktioniert alles wieder. Drauf und schon, ne? Scheibenwischerblatt vorne links und rechts verschlissen. Gut, das wollte ich jetzt on cam tauschen. Also die guten Aero-Twins besorgt. Das ist auch kein schwerer Mangel. Ach, die willst du im Kofferraum legen. So. Ich hab jetzt keine Zeit für. Abblendlicht links Einstellung. Links zu niedrig. Ich habe da an der schönen Schraube ein bisschen rumgedreht. Jetzt fliegt hier im Hintergrund ein bisschen cooles Videomaterial, wie ich einen Scheinwerfer einstelle. Habe ich natürlich jetzt fachgemäß nach oben eingestellt. Ich werde mich auf jeden Fall bei der nächsten TÜV-Prüfung nicht zum Mittagessen verabschieden vom TÜV-Prüfer, sondern werde mich hinstellen mit dem Kreuz und das gegebenenfalls nachkorrigieren. Das nächste, Scheinwerfer-Reinigungseinlage links und rechts ohne Funktion. Oh Mann, das ist ja... das habe ich schon mitbekommen, wo da der Fehler ist, ne? Ich habe mal Wischwasser aufgefüllt und dann dreimal auf den Knopf gedrückt. Oh, Ja, komm, Digga. Dritten Mal auf den Knopf drücken, hat er dann ausgeklappt und gereinigt. Ich würde sagen, auch das ist eine Sache, die zeige ich dem TÜV-Prüfer mal. Der ist ja, vielleicht ist er nicht so warm mit so einem 23 Jahre alten Fahrzeug. Und warum das geht blinkt jetzt hier. So. Mit der Lampe wollte ich gerade präsentieren. Mhm. Habe ich diese Lampe eigentlich letztes Mal gelobt? Die hält keine Stunde durch. Danke, Philips, an der Stelle. Danke. Habe ich voll über die Aldi-Lampen hergezogen. Nebellicht links und rechts Einstellung zu niedrig. Die habe ich hochgestellt. Das ist aber auch ein geringer Mangel. Mhm. Dann Batterie-Polabdeckung fehlt. Da müssen wir sowieso gleich mal ran hier an die Batterie. Was macht der Kofferraum? Ich habe blöderweise den Wagen jetzt über Nacht auf N stehen lassen, habe den Schlüssel stecken lassen und jetzt ist meine Batterie tiefenentladen. Nee. So, das Batterie-Polabdeckung. Oh Gott, hast du die Frist bekommen? Ja, Batterie-Polabdeckung. Ist sie wieder drauf? Ich hätte jetzt ganz gerne ein Licht, aber da ist keine drauf. Die Kamera erst. Nicht wundern, ich habe den schon abgesteckt, weil ich die Batterie gleich wieder vollladen werde. Ja, Jumpstarter und dann kurz laufen lassen und hoffen, dass die Batterie wieder Ladung annimmt, weil erst dann kann man Ladegerät anklemmen. Ja, okay. Gehe ich kurz rüber zum Prior. Ich weiß, dass der eine Batterieabdeckung hat und klaue ihm den. Mhm. So, Stoßfänger vorn links scharfkantig. Fußgängerschutz. Da, fast Bein gebrochen. Scheiße. Ja, komm. Ja, dann müssen wir wohl einmal zu Mercedes. Ja. Müssen wir mal ein bisschen in die Tasche greifen, zack, kling, kling. 150 Euro später, danke Mercedes an der Stelle. Ne? Gibt es leider keinen Gebrauchtwagen, gibt es keinen Gebrauchtmarkt aktuell für. Nee, schwierig. Die Zierleiste mache ich jetzt nicht rein, weil das wird ja eh alles nachher dann einfach. Aber der passt jetzt auch, ne? Ja, da war bei Mercedes auch ein bisschen Stunk erstmal, ne? Wegen US-Import und. Haben wir das? Ja, meint ihr nicht. Na komm. Ja. Ja, komm. Wilder. Guck mal. Hält auch gar nicht auf, dass das gar nicht in Wagenphase ist. So, jetzt sind wir jetzt schon beim Thema US-Import, ne? Schlange da. Fehlt da was? Guck mal, hier. Super. Oh, nee. Kacke. Oh, nee. Ja, da hatte ich jetzt keine 150 Euro mehr für. Die Fahrradreflektoren. Falls jemand das hat hier, ich will nicht weiter mit dem Reflektor. Gibt's die nicht zum Aufkleben? Das ist ein Fahrradbereich. Ey, Scheiße.
Gut, das wäre erledigt. Kardanwelle vorne Hardyscheibe beschädigt. Ah, ja. Auch da gehen wir ins Video rein. Die hintere Hardyscheibe war Gott sei Dank neu, aber die vordere nicht. Dementsprechend nochmal kurz 85 Euro investiert beim Ausbau. Nochmal schön das Mittellager kaputt gemacht. Also der nächste Fuffi weg an der Stelle. Jetzt ziehe ich hier ein bisschen und zack ist die Kardanwelle raus, Leute. Wie soll ich jetzt dieses Ding hier abbekommen? Das ist hier reingeflext, das stinkt wirklich wie Hölle. Das ist irgendwie gepresst, hier ist so ein Lager. Das Lager ist eigentlich noch am Start, ich darf einfach gegenkloppen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das Gelenk hier kaputt mache. Denn wenn das kaputt geht, brauche ich auf jeden Fall eine neue Kardanwelle. Ja, upsi. Das war ich. Wie kriege ich das jetzt ab? Einfach runterschlagen. Ne? Wenn du es schaffst, könnte ein bisschen fest drauf sein. Ja. Ey, ist heftig. Einfach kurz gegengekloppt. Das Lager ist draußen, Leute. Nice. Und jetzt kann ich mich auch mal wieder vor der Kamera zeigen. Denn ich bin schön. Okay, und aus dem Video wieder raus. Ja, das habe ich auch gelöst. Ne? 80 ja. Euro. Oh. Die vordere Hardyscheibe war neu, die hintere defekt. Danke, Autodoc. Fix gemacht. So, nächster Fehler. Seite 2 sind wir schon. Motormanagement, Abgasreinigung nicht in Ordnung. Das war der AU-Fehler, Abgasuntersuchungsfehler wegen den Cuts. Ich hoffe, dass das jetzt alles weg ist. Dann geringer Mangel, Umweltbelastung, Getriebe, Ölfeucht. Ja, ich glaube, das schreiben die beim ihrem Mercedes auf, oder? Also, das ist auch nur gering. Also der muss ölfeucht sein. So, nächster erheblicher Mangel. Oh, Schlange, da ist noch einer. Lenkhilfe, Ölverlust im Bereich des Ölbehälters. Das haben wir schon gemerkt, ne? Weil wir da so fleißig nachgekippt haben. Ja, und da ein bisschen gepitchert. Ich habe nochmal eine ganze Flasche Bremsenreiniger raufgejagt jetzt. Und jetzt mal, will ich aber auch nichts mehr sehen hier. Das sieht doch TÜV-konform jetzt aus, oder? Ja, das sieht gut aus eigentlich. Ja. Die Dichtung hier habe ich neu bestellt, eben bei Mercedes. Die kommt morgen hier drunter. Ja. Die ist ja ein bisschen beschädigt. War die siffig? Ja, ich weiß es nicht. Besser ist das, ne? Sieht hier oben, guck mal, wenn du hier hinleuchtest, hier ist halt, das habe ich nicht wegbekommen. Ich weiß nicht, was das ist. Das war schon reingebrannt. Aber die Dichtung, die ist ab morgen neu. Die kommt morgen mit Mercedes. Was haben wir da noch auf dem Zettel? Achso, und ein ABC-Filter kommt morgen auch, aber ein Riesenliebhaber. Morgen? Ein Riesenliebhaber-Service kommt auf jeden Fall noch. Ja. Auch des ABC-Systems. So, und dann der letzte Rückspiegel rechts, glaslose. Ach, jetzt weiß ich, warum der nicht richtig zugegangen ist. Was ist das denn hier? Ach nee, das hat gerade so gepoltert. Ja. Und jetzt hast du einen Riss in der Scheibe. Ja, was ist denn hier los, Schlange? Ja, hast du da. Ist das. Wollen wir das den Leuten eigentlich beichten, was wir da gemacht haben? Oder wolltest du beichten, dass was der TÜV-Prüfer gemacht hat? Also ich erzähle euch jetzt mal eine Story aus einer anderen Dimension, die sich so nicht in der Realität zugetragen hat. Es war einmal ein 87. Ach, ich bin bald 28, Mann, scheiße. Ich mache immer noch den gleichen Müll. Ich entwickle mich echt nicht weiter. Es war einmal ein 27, fast 28-jähriger Maximilian, der ganz dringend zum TÜV wollte und im letzten Moment festgestellt hat, dass sein Blinker wegen Regen durchgebrannt ist. Der Blinker hat nicht mehr funktioniert. Also hat Maximilian schnell mit seinen Freunden den Spiegel auseinandergenommen, den originalen Blinker entfernt und durch ein lustiges... Das habe ich ja so noch gar nicht gesehen. Ding von Action ersetzt, fachmännisch, so dass hier überhaupt irgendetwas blinkt. Und in der Hast hat dieser Maximilian kurz vorm TÜV dieses Spiegelglas, was ja beheizt ist, nicht richtig befestigen können. Digga, diese Story kommt aus der Hölle, ne? Ja. Und wo der TÜV-Prüfer die Tür zugemacht hat, ist das Spiegelglas rausgefallen. Und jetzt habe ich einen erheblichen Mangel, weil mein Spiegel kaputt ist. Er sagt, ich wollte ihn noch auffangen, aber das ging zu schnell. Die Story. Skriptschreiberlänge. Ja. Digga, da haben die wieder, ne? Da haben die wieder einen rausgehauen. Also Freunde, ist doch ganz klar, ich habe jetzt zwei neue Blinker besorgt aus China. Das sind die gleichen wie ein White Tiger. 25 Euro. Und auch ein neues Spiegelglas. Das wäre sowieso nicht zulässig gewesen, weil es ein amerikanisches ist. Ach echt? Ja. Aber gut. Ob jetzt Spiegelglas gebrochen oder Spiegelglas nicht zulässig, ist glaube ich auch das Gleiche. Ja. Ja, Freunde, gut. Wollen wir mal von der Bühne fahren? Ich würde mal sagen, ein schöner Straightpipe Kaltstart jetzt für euch, weil ich habe es tatsächlich nicht hinbekommen, Auspuff alleine hinten ran zu machen. Aber das machen wir natürlich gleich alles. Erstmal unser Bühnenwechsel. Ne?
muss er sich anhören. Der ist ja so laut wie White Tiger. Lauter. Du bist so laut wie der Prior. Irgendwas stimmt hier noch nicht ganz mit dem ABC. Ja, der oder ist er noch auf hochgefahren? Auf nee, der ist... Was? Aber überall. Ich sehe nichts, ich habe keinen rechten Spiegel. Ach so. Ja, jetzt gerade. Einfach gerade. Junge, er ist komplett schief, ne? Er ist komplett hier hoch. Er steht komplett so. Ich werde mich nicht so früh freuen sollen. Offroad. Und jetzt hat er hat keine Fehlermeldung oder irgendwas? Nee, gar nichts. Ja, ein bisschen Bremsassistent und so, ne? So, es ist ja nichts, ne? Ja. Er wird ja wohl TÜV damit bekommen. Digga, der steht komplett. Ja, er geht runter. Ja, jetzt ist er normal. Jetzt steht er auch gerade. Das war nur vorne. Oder er steht auch ein bisschen. Ja, er steht auch ein bisschen schief, ne? Aber er ist gerade wieder. Da war vielleicht echt Luft drin, oder weil er so. Ich weiß es nicht. Ja, ich hab Glück. Aber jetzt ist er schon wieder hoch. Wir knallen gleich mal. Er ist mal schon wieder hochgegangen. Nein, hör auf jetzt. Ah, da liegt eine Batterie, schön. Nee. Nein, stopp! Stopp! Digga. Was sieht denn da an? Er ist schon wieder komplett hochgefahren hier, Digga. Der Wagen steht hier, als hätte er einen Schlaganfall gehabt. War das Ding auch. So, Leute, ich melde mich mit meinem Gartenteich-Handy nochmal zu Wort, weil ich leider meine Kamera zu Hause vergessen habe. Das hier ist jetzt wirklich das allerletzte, was dem CL noch fehlt. Pluspolabdeckung. Eben habe ich noch schnell den Auspuff wieder dicht gemacht, weil da die Schrauben nicht richtig angezogen haben, weil die 20 Jahre alten Krümmerschrauben ein bisschen. Wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Scheibenwischer habe ich auch gerade montiert und es geht jetzt tatsächlich los zum TÜV, meine Freunde. Ich bin richtig aufgeregt. Ich habe jeden einzelnen Punkt auf der TÜV-Liste abgearbeitet. Eben nochmal auf spontan einen neuen ABC-Filter, eine neue ABC-Dichtung reingemacht und wünscht mir Glück. Aber ich wüsste jetzt wirklich nicht, was jetzt schiefgehen sollte. Auf jeden Fall spannend. 2,5, 3 Stunden sind jetzt mittlerweile vergangen. Ich sitze die ganze Zeit in der Halle und warte auf einen Anruf vom TÜV. Aber da lässt sich ganz viel Zeit. Aber was lange währt, währt am besten. Ich will jetzt erstmal Schlangrons Mietwagen sauber machen. Sauber, dass das auch geklappt hat hier. Geiles Ding. Vielen, vielen Dank. Kuss für den Support da draußen. Das Ding hat TÜV, der Lachs. Ohne Mängel, ne? Ohne Mängel. Ohne festgestellte Mängel. Und auch das ABC-Fahrwerk hat sich ein bisschen beruhigt. Einfach die ganze Liste in wie viel Tag? 2 Tage abgearbeitet. Ich würde mal sagen, lasst einen kräftigen Daumen nach oben da. Ich habe richtig Bock. Ey, es fällt von mir, meinen Schultern eine Riesenlast wirklich. War spannend, bis zur letzten Minute. Wir waren ja bei der TÜV-Prüfung dabei. Ja. Gerade bei der AU war ich übelst am Zittern, ey. Weil er vorher schon so ein bisschen so geguckt hatte, so. Aber ja, sauber, dass das noch geklappt hat. Schreibt jetzt in die Kommentare, welche Farbe dieses wunderschöne Gefährt im nächsten Video bekommen soll, Freunde. Ich wünsche euch eine ganz erfolgreiche Woche. Danke an Autodoc und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.